Bottrop, Januar 1985, Schacht Prosper 2. Für das Bergwerk Prosper Haniel entsteht ein neuer Förderberg. Über Tage wird in den Januartagen des Jahres 1985 mit dem Bau des Förderberg Mundloches begonnen. Bei Eis und Schnee und bei klärender Kälte. Untertage arbeitet man seit dem Barbara-Tag des Jahres 1984. Das Bergwerk Prosper Haniel ist durch Zusammenschluss von 5 bis dahin selbstständigen Schachtanlagen mit unterschiedlicher Infrastruktur entstanden. Aus dieser Entstehung musste das neue Bergwerk über mehr als 10 Jahre mit einer komplizierten und unwirtschaftlichen Abförderung der Kohle leben, wie das alte Förderschema deutlich macht. Der neue Förderberg soll den Förderweg vereinfachen, die Förderung auf einen Standort konzentrieren und gleichzeitig die Bergeentsorgung umweltfreundlicher und wirtschaftlicher als bisher gestalten. Der Baufortschritt im März 1985. Es wird mit dem Betonieren der Sohle und der Stöße begonnen. Bis zu 18 Meter tief sind die Spundwände in die Erde getrieben. 16,5 Meter ist die Baugrube tief und 74,5 Meter lang zu tun hat. Deshalb möchten wir Sie einladen, uns auf den wichtigsten Stationen bei der Auffahrung dieses Förderberges zu begleiten. Die Aussteifung der offenen Baugrube mit 250 mm starken GT-Trägern. Hier wird anschließend der 0,5 bis 1 Meter starke Betonausbau eingebracht. Mit der Sauerstofflanze wird die kopfseitige Spundwand für die bergmännische Auffahrung des Förderberges durchschnitten. Wegen der geringen Standfestigkeit der oberen Mergelschichten werden die anschließenden 100 Meter Förderberg in der für die Auffahrung in Lockerschichten entwickelten Tunnelbauweise mit Raupen bzw. Schaufelbagger in einem Ausbruchsquerschnitt von rund 37 Quadratmetern erstellt. Die Hereingewinnung der Ortsbrust erfolgt in der Reihenfolge der Segmente 1 bis 3. Die Lösearbeit wird mit dem Reißbagger durchgeführt. Zur Abförderung des Haufwerks werden dann 2 Frontschaufellader eingesetzt. Damit die Sohle in dem wenig standfesten Gebirge nicht hochbrechen kann, wird der Streckenausbau mit einem Sohlenbogen geschlossen, mit Stahlmatten bewehrt und anschließend betoniert. Gut 40 Meter Strecke sind zu diesem Zeitpunkt bereits aufgefahren. Nach ca. 100 Meter Streckenauffahrung ist das Gebirge so standfest, dass eine Teilschnittmaschine den weiteren Vortrieb übernehmen kann. Die Teilschnittmaschine vom Typ Roboter E134 ist speziell für diese Auffahrung mit einem verbreiterten Raupenfahrwerk wegen der auch im tiefen Mergel relativ geringen Druckfestigkeit des Gebirges ausgerüstet worden. Darüber hinaus wurde wegen des großen Streckenquerschnitts mit Liegendeinschnitt der Schneidarm der Teilschnittmaschine verlängert. Im Streckenabschnitt, der in der Tunnelbauweise hergestellt wurde, wird ein Schalungswagen eingesetzt. Eine Betoninnenschale soll diesen oberflächennahen Bereich gegen das anstehende Grundwasser undurchlässig machen. Und so sieht der fertig ausgebaute Streckenabschnitt aus. Die Sohle ist durchgehend mit Betonverbundsteinen gepflastert, um beim späteren Betrieb des Förderberges für Fahrung, Transport und Wartung Gleislosfahrzeuge einsetzen zu können. Während der Bauphase wird für diese Aufgaben eine seilgetriebene Einschiene...
Für den überwiegenden Teil des 3653 Meter langen Förderberges kommt von der 786 Meter Sohle eine Vollschnittmaschine wie diese zum Einsatz. Ein Koloss mit einem Schneidkopf von 6 Metern Durchmesser und einer Länge von 25 Metern. Das rund 350 Tonnen schwere Ungetüm muss Teil für Teil auseinandergenommen und nach Untertage gebracht werden. In knapp 3 Monaten ist die Vollschnittmaschine von einem anderen, untertägigen Einsatzort des Bergwerkes Prosper-Haniel aus demontiert, über Tage überholt und anschließend wieder in die Grube transportiert, montiert und eingesetzt worden. Am 2. September 1985 beginnt die Vollschnittmaschine die Auffahrung im Gegenort zum oberen Teil des Förderberges. Der Vergleich mit dem Menschen verdeutlicht die Größe des Bohrkopfes von 6 Metern Durchmesser, mit dem sich die Maschine in einem Zug durch den Berg frisst. Aus der Startröhre fährt die Maschine 2215 Meter Förderberg auf. Mit ihren seitlichen Pratzen stützt sich die Maschine am Streckenstoß ab und bewegt sich so Meter um Meter vorwärts. Die Energieversorgung der Maschine auf dem Nachläufer. Der Bauabstand betrug 80 cm. Hierbei erreichte die Vollschnittmaschine höchste Tagesauffahrungen von 30,4 Meter. Die höchste Monatsauffahrung betrug 580 Meter. Über den gesamten Vortrieb erzielte diese Maschine eine tägliche Auffahrgeschwindigkeit von durchschnittlich 19,6 Metern. Die Vollschnittmaschine bestimmt das Arbeitstempo. Wahrlich eine schwierige Aufgabenstellung, die die Männer hinter der Maschine lösen müssen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Einhaltung der geplanten Termine. Die Segmente der Ausbauringe auf dem Weg zur freigeschnittenen Ortsbrust, wo sie mechanisch eingebracht und hydraulisch verspannt werden. Beim Gegenort von Übertage hat man nach einer Auffahrlänge von 1310 Metern den Vortrieb beendet. Die Teilschnittmaschine ist demontiert und abgezogen. Mit einem Schrapper wird die Demontagekammer für die Vollschnittmaschine hergestellt. Sohlenbreite 9,3 Meter, Höhe 6,9 Meter, Länge 5 Meter. Stelle Entgegenfrist. Der 3. März 1986, der Tag des Durchschlages. Jetzt wird sich zeigen, wie exakt die Auffahrung im Gegenortbetrieb über eine Entfernung von 3653 Metern gelungen ist. Wird sich der Schneidkopf der Vollschnittmaschine durch die restlichen Meter des anstehenden Gebirges so durchfressen, wie es berechnet worden war? Eine Frage, für die sich an diesem Tag auch das Fernsehen interessierte. Herr Dr. Messerschmidt, das ist eine ziemlich staubige Angelegenheit, eine ziemlich teure, könnte ich mir auch vorstellen. Was ist eigentlich Sinn des Ganzen? Was macht das für den Bergbau in Bottrop aus? Für den Bergbau in Bottrop macht das ganz Erhebliches aus, denn dieser Berg schafft eine neue Infrastruktur für dieses Bergwerk und... Der Durchschlag ist zentimetergenau gelungen. Eine bergmännische und vermessungstechnische Leistung, die in Fachkreisen viel Anerkennung findet und zu der sich die Mannschaft, die Vertreter der Behörden, der Stadt Bottrop und der Bergbau AG Niederrhein gegenseitig beglückwünschen. Die bergmännische Auffahrung als schwierigster Teil bei der Herstellung des Förderberges Prosper ist geschafft. Und das ist nach altem Bergmannsbrauch wahrlich ein Grund zum Feiern.